Ich bin Maria Jimenez, ich bin Betriebsleiterin bei Wilmers Gärten, kurz vor den Toren Berlins. Künstlerin von Beruf, die seit ein paar Jahren als Landwirtin arbeitet. Mein Betrieb hat mittlerweile 8 Mitarbeiter. Von denen arbeiten die meisten eigentlich im Marktgarten von 5 Hektar, den wir bewirtschaften. Und wir bewirtschaften 240 Hektar Acker- und Grünlandflächen und nochmal 80 Hektar Forst. Und wollen durch unsere Methoden eine essbare Landschaft der Zukunft entstehen lassen. Wir praktizieren hier holistisches Weidemanagement, fluglosen Ackerbau. Wir haben über 100 Hektar mittlerweile an Agroforstsystemen angelegt, von ganz, ganz simplen bis zu sehr diversen silvo-agropastoralen Systemen. Wir leben ja gerade in einer Zeit, in der unsere Lebensgrundlage doch sehr erheblich bedroht ist. Und ich habe mich gefragt, was ich denn dazu beitragen kann, dass die Zukunft der nachfolgenden Generationen gesichert ist. Und dann kam plötzlich dieses Angebot mit dem Land. Und mein Schwiegervater hat uns zwar dieses Land angeboten, er wollte aber schon auch sehr konkret wissen, was wir damit vorhaben. Agroforstwirtschaft ist ganz simpel. Ich habe eine Dokumentation auf Arte gesehen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich das umsetzen wollte auf unseren Ackerflächen. Hier in Brandenburg kennen wir eigentlich nur Dürre in den letzten Jahren. Es kommt hier quasi kein Wasser an. Und da gehört der Agroforst natürlich als wichtiger Bestandteil zur Lösung mit dazu. Gepaart eben mit dem fluglosen Ackerbau beziehungsweise der ganzjährigen Bedeckung des Bodens. Das sind teilweise sehr, sehr simple Agroforstsysteme auf großen Ackerschlägen, die nur aus Pionierbaumarten bestehen, wie beispielsweise der Pappel. Und die Pappel ist insofern so toll, weil die eben sehr, sehr günstig ist in der Anschaffung und ein unbewurzeltes Pflanzgut ist. Das heißt, wir haben im Prinzip nur einen kleinen Ast, den wir in den Boden stecken, und die Pappel wurzelt eben sehr, sehr tief und sucht sich das Wasser da, wo es ist, und transportiert es nach oben, stellt es auch den anderen Pflanzen in der Fläche zur Verfügung. Und die wächst eben gänzlich ohne Bewässerung oder große Pflege, bildet sie mittlerweile riesige Wände auf den Ackerflächen, die den starken Wind sehr gut abhalten, die das Wasser besser in der Fläche halten können, die wunderschöne kleine Biotope sind im Prinzip. Zwischen den Pappeln finden wir eine Vielzahl von Insekten, die wir vorher auf den Ackerflächen nicht finden konnten. Und bei den Obstbäumen, die wir gepflanzt haben, und Nussbäumen in einem sehr einfachen Muster, nämlich Obst, Obst, Laub, Obst, Obst, Laub, um einfach Schädlingsbefall besser unterdrücken zu können. Pestizidfrei natürlich. In den ersten Jahren müssen wir noch mal etwas reinbuttern in diese Systeme, denn die brauchen definitiv auch eine Bewässerung auf so trockenen Standorten, weil sie sonst einfach schlicht eingehen. Und dann nach ein paar Jahren hat man aber einen total vielfältigen Nahrungswald. Es ist eine extrem hohe Zahl an Insekten dazugekommen. Von Wüste zu Paradies, kann man so sagen. Als wir diesen Betrieb übernommen haben, haben wir große, ausgeräumte Ackerflächen übernommen. Klassischen Brandenburger Sandboden mit sehr, sehr niedrigen Bodenpunkten. Und dadurch, dass wir so wahnsinnig viele Bäume in Agroforstsystemen gepflanzt haben, also mittlerweile habe ich nur noch eine kleine Ackerfläche übrig, die nicht Agroforstsysteme hat. Dadurch, dass wir Bienenweiden anpflanzen oder dass wir viel mit Zwischenfrüchten arbeiten, dass unser Ackerboden ganzjährig bedeckt ist, auch Untersaaten unter den Ackerfrüchten stehen, entsteht automatisch Biodiversität. Und auch im Gemüsegarten, dieses Jahr allein 250 verschiedene Gemüsesorten, die wir anbauen. Und als wir da im ersten Jahr waren, haben wir also auf einem ausgeräumten Sandacker Gemüse angebaut. Und alle Insekten der Umgebung haben sich sofort auf unser Gemüse gestürzt, wie auf so ein Buffet. Und ich war fürchterlich frustriert, habe dann aber direkt eine sehr diverse Hecke um den Gemüsegarten gepflanzt und
5000 Pappeln und eine Bienenweide ausgebracht. Wir setzen hier und da in den Gewächshäusern, also in den Tunneln, auch nochmal Nutzinsekten aus, gezielt. Und schon im zweiten Jahr war es so, dass wir also so ein schönes Gleichgewicht hatten aus Schad- und Nutzinsekten, dass wir mittlerweile eigentlich überhaupt gar keine Probleme mehr haben. Das wird jetzt auch gerade untersucht vom SEBAS Forschungsprojekt zur Biodiversität in Agroforstsystemen. Aber das kann man auch mit dem bloßen Auge erkennen. Mir ist es sehr wichtig zu zeigen, dass wir nach dieser Erstinvestition, die wir tätigen mussten, um diese ganzen Methoden auf den Weg zu bringen, nicht etwa durch große Fördergelder finanziert werden, sondern schlichtweg aus dem Ertrag unserer Arbeit leben können. Ich bezahle also meine Mitarbeiter hauptsächlich aus dem Gemüsebau, das heißt unserem Market Garden. Wir verkaufen unsere Früchte, unser Gemüse, unsere Kräuter, unsere Blumen, unser Obst und Nüsse aus den Agroforstsystemen oder Kartoffeln oder Getreide eben auch aus den Agroforstsystemen. Das verkaufe ich alles auf dem Markt und davon finanziere ich den Betrieb. Das funktioniert tatsächlich und es ist sehr, sehr wichtig, anderen landwirtschaftlichen Betrieben zu zeigen, es ist sehr wohl möglich, auch davon sich zu finanzieren. Ich kommuniziere die Geschichte der Nahrungsmittel mit. Das heißt, wenn immer neue Leute dazukommen, kriegen die, ob sie wollen oder nicht, die ganze Geschichte miterzählt. Das ist eben ganz, ganz viel direkter Dialog auf dem Markt. Die meisten Kunden habe ich gewonnen tatsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Die kommen einkaufen und es schmeckt fantastisch. Und dann sagen sie das ihren Nachbarn weiter und die kommen und so ist das so ein Domino-Effekt. Wir Menschen sind ja Energiewesen und es macht schon einen Unterschied, ob ich vor einem Supermarktregal stehe und da so Gemüsesorten vor mir liegen, die schon ein paar Wochen durch die Welt gereist sind, oder ob ich vor einem Gemüsestand stehe auf dem Markt und mir frisch geerntete Karotten oder Beeten entgegenstrahlen mit einem Gärtner oder einer Gärtnerin, die liebt, was sie tut und das einfach auch verkörpert. Und dann kommunizieren wir bei Instagram mit der Außenwelt und das funktioniert wunderbar. Aber eine Webseite haben wir noch nicht. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich regelmäßig Tag der offenen Tür habe oder Feldtage, Farmtouren, zu denen ich die Menschen einlade. Das größte Hindernis war tatsächlich der Zweifel aus dem näheren Umfeld. Zweifel, ob das eine gute Entscheidung ist, ob es zu viel Kosten sind. Also es ist ja doch ein Risiko, was man auch finanziell da eingeht. Und ich habe auch hohes Lehrgeld gezahlt an manchen Stellen. Aber ich habe sehr, sehr viel gelernt. Das meiste durch Trial and Error. Wir sind alle noch sehr neu auf diesem Weg. Und das, was uns am meisten fehlt, glaube ich, ist der Mut, auch Fehler zu machen. In dem Fall war das der Philipp Gerhard. Ich habe ihn eigentlich kennengelernt darüber, dass ich jemanden gesucht habe, der mir hilft, Bäume einzumessen auf der Fläche. Zu einer Zeit, wo es einfach noch nicht viel Agroforst gab. Ich hatte eigentlich jemanden gesucht, so ganz klassisch, der es macht. Und es kam aber einer, der hat gesagt, ja, ich kann dir zeigen, wie es geht. Und dann kannst du es selber machen. Und das fand ich total gut. Das ist total fruchtbar gewesen für alles Weitere, was dann daraus entstanden ist. Ja, also wir müssen ja sehen, dass das eigentlich eine totale Pioniersituation war. Das war ja der erste Betrieb, der das in der Größe gemacht hat. Wir haben immer abstrahiert, ne? Also so ein bisschen, okay, aus dem Obstbau und aus dem Forst. Und damit haben wir abgeschätzt, was man machen kann. Das waren diese Pionierzeiten. Und jetzt haben wir langsam reale Erfahrungswerte und wissen, dass Agroforst eben doch anders ist. Schon schön, wo wir so hingekommen sind, ne? Einfach dadurch, dass hier so viel entstanden ist über die Jahre. So viele Agroforstsysteme und auch so unterschiedliche. Und wir auch so gemeinsam gucken konnten, okay, wie können diese unterschiedlichen Gesichter von Agroforst irgendwie am besten präsentiert werden, aber auf eine Art und Weise, die eben auch ökonomisch sinnvoll ist für die Betriebe. Heute haben wir ja eine ganz klare Struktur für den Werdegang von Agroforstsystemen, dass man erstmal wirklich eine Analyse macht, den Betrieb berät, was von der Richtung her passen könnte. Dann gibt es diesen Coaching-Prozess mit der Planung
wo im Austausch mit dem Betrieb das System entwickelt wird und auch ganz klar gesagt wird, wie hat der Betrieb damit umzugehen, was braucht es an Pflege, mit welchem Aufwand muss er einfach rechnen und was ist dann eigentlich das Nutzungskonzept wirklich, was sind die Funktionen, die es erfüllen soll, was kommt dabei raus. Und dann geht es in die Umsetzung, entweder mit viel Eigenleistung und Begleitung oder mit einem professionellen Team, was diese Umsetzung macht. Und diesen Ablauf, den haben wir eigentlich hier angefangen zu entwickeln und heute steht der und da können ganz viele Leute profitieren. Das muss sich dringend ändern, dass es eben auch Anlaufstellen gibt in den Landwirtschaftsämtern beispielsweise, autorisierte Stellen, die sagen also von oben aus der Politik, ja, das ist eine Methode, die sinnvoll ist, ja, geben Sie Ihr Geld da rein, es wird sich auszahlen in vielerlei Hinsicht oder schlichtweg eine staatliche Förderung. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Landwirtschaft mit vielen Milliarden jährlich aus der EU subventioniert wird. Aber immer nur die Methoden, die im Prinzip alles kaputt machen, niemals die, die dazu beitragen, dass wir resiliente Systeme haben. Sich bestehende Betriebe anzuschauen und zu gucken, wie haben die das gemacht, das finde ich immer am hilfreichsten, in den direkten Dialog zu gehen mit Leuten, die das schon umsetzen. In 2040 wird es so sein, dass alle unsere diversen Agroforstsysteme mit Obst- und Nussgehölzen gute Erträge abwerfen, dass unser flugloser Ackerbau floriert und wir keine Probleme mehr haben mit so vielen Beikräutern, dass unsere Rinder dazu beigetragen haben werden, eine schöne, dichte Humusschicht zu kreieren auf unseren Ackerflächen. Und ich wünsche mir für 2040, dass ja, hier weiterhin ein schönes Betriebsklima herrscht unter den Mitarbeitern und dass wir die Früchte unserer harten Arbeit ernten können.